Guckenmusik und Fasnachtsküchli sind in den nächsten Tagen und Wochen wieder hochaktuell. Fasnachtsküchli hat man früher ja praktisch in jedem Haushalt selber gemacht. Und warum man in bestimmten Gegenden auch Knüblätz sagt, kommt davon, dass man es eben übers Knü zu dieser typischen runden Form gezogen hat. Heute besorgen das in der Coop-Bäckerei Maschinen, die von früh bis spät im Einsatz sind, um die enorme Nachfrage während dieser kurzen Zeit zu bewältigen. Aus traditionellen Zutaten wird der Teig knetet und anschliessend in mehreren Arbeitsgängen hauchdünn ausgewalzt, dann blitzschnell ausgestanzt und im heissen Fett knusprig gebacken. Jetzt werden die Fasnachtsküchli noch mit Puderzucker verschönert und von Hand sorgfältig zusammengetragen, dass sie nicht verbrechen. Fasnachtsküchli von Coop. Jeden Tag frisch und zerbrechlich. Und es hat für alle genug. Vollkornbrot, Emmentaler Milch und Eier. Lauter gesunde Sachen im Rezept von dieser Woche. Vollkorn-Toastbrotscheiben halbieren und den Käse in Scheiben schneiden. Dann beides abwechslungsweise in eine Gratinform schichten. Durch Guss aus Milch und Eier, die ich mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gewürzt habe, gieße ich jetzt übers Brot und den Käse. Der Ramge wird im vorgeheizten Ofen 20 bis 30 Minuten backen und dann mit gemischtem Salat serviert. Sie sehen, es ist ein sehr einfaches und ein sehr gutes Rezept, zu dem Sie genaue Angaben in der Coop-Zeitung finden. Einen guten. Coop offeriert Ihnen Schweizer Raclette-Käse in Scheiben, 100 Gramm für nur 1,65 statt 2,06. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Jakobskaffee mit Ei d'Or, vakuumverpackt, 500 Gramm statt 47 nur 6,30. 5 Dezi Kaffeeram statt 3,15 nur 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 2 Kilo Tarocco-Orangen für nur 3,30. Auf Wiedersehen!